Ja, hallo liebe Sperrohr-Freunde. Heute nehme ich euch mal wieder mit auf einen Trainingsvlog, weil heute steht der nächste Krafttest an. Die Operation von meinem Knie ist mittlerweile gut 4,5 Monate her. Wir machen heute nicht nur Krafttests, sondern auch Sprungtests, steht auf dem Programm. Corner Movement Jump, dann Standsprung, dann Einbeinsprünge mit einbeiniger bzw. beidbeiniger Landung. Das werdet ihr natürlich nachher im Video sehen. Und die Krafttests machen wir im Isomet. Da machen wir, soweit ich das noch richtig im Kopf habe, Beinpresse und Beugerstrecke vom Knie. Natürlich dann auch mit beiden Beinen, damit wir auch Referenz haben, wie gut sich das Knie jetzt auch bzw. die Muskulatur um den Knie herum, um das Knie herum entwickelt hat. Ich freue mich drauf, weil die letzten Tage im Krafttraining liefen sehr, sehr gut. Und auch die Werte, auch schon am Isomet, sind vielversprechend für den heutigen Test. Und auch die Sprünge wurden von Tag zu Tag oder auch von Woche zu Woche auch immer besser. Ich komme viel besser jetzt ins Knie, beziehungsweise ich kann das Knie viel besser beugen bei der Landung. Ich kann auch viel mehr Energie beim Absprung entwickeln. Und ja, wie gesagt, ich freue mich auf den Test heute und bin gespannt, was rauskommt. Ich hoffe, ihr auch. Also bleibt dran. So, und bevor es losgeht, wird sich noch kurz umgezogen. Achtung. Magic. Ich bin jetzt im Kraftraum und jetzt wird sich erstmal ordentlich warm gemacht. Dann geht's mal aufs Rad, wird ordentlich gestrampelt wieder. Wird ordentlich gestrampelt und dann wird sich die Sachen hier hinstellen. So. Dann sie ordentlich nochmal die Beine ausgerollt und dann werden wir mit Sprüngen anfangen, aber der Schwerpunkt wird heute auf der Isomet sein, sprich die Krafttests. So, wie gesagt, fangen wir an mit den Sprüngen. Und zwar. Bitte? Ja, okay, alles klar. Ich weiß nicht, ob ihr es gehört habt, aber Thomas wird es wahrscheinlich nochmal für die Kamera wiederholen, wenn er so freundlich ist. Wir machen Squat Counter Movement Drop Jump Single Copper Distance Kniestreckerbeuge an der ISO. Und wie das alles aussieht, seht ihr jetzt im Video. So, das waren jetzt die Sprünge auf der Reaktionsplatte und jetzt kommen die Sprünge noch mit dem Maßband, jetzt wird die Länge gemessen. Jetzt machen wir die Einbeinsprünge, wo wir auf einem Bein landen bzw. auf beiden Beinen landen. Fast korrekt, okay? Ah. Dass wir
bei der Probe. Ja, Putzel, oder? Nein! Flasche fast runtergefallen. Sprünge mal an Top. Jetzt geht's weiter an Isomet. Jetzt werden die Krafttests gemacht. Und Thomas, was mal an? Beinpresse oder? Kniestreckerbeuge. Also Kniestreckerbeuge als erste. So. Yeah. Wow. Espresso, but it's triple shot. I'm sweetening it. Y'all getting slapped on cause you sleeping in. Oh God, aside from me, I don't believe in shit. I'm done fucking, but she telling me to leave it in. Schneller runter, schneller hoch und zieh runter und schieb durch. Komm. Ja. Los, runterziehen, hoch damit, komm. Und zieh runter und schieb hoch. Hopp. Und runter und hoch. Komm. Los, runterziehen, hoch, runter, schneller, komm, 4, 5, ja, und schieben, und runter, und schieb durch, hopp, 4, schieben, runterziehen, da kommt noch mehr, hopp, runterziehen, und komm, auf geht's, hopp. Los, runterziehen, hoch damit, komm, jawohl, runter und schieb durch, hopp, und runter und schieb durch, jawohl, gut. Los, runterziehen, hoch, runterziehen, hoch, schneller, komm, und 4, schneller, und 5, ja. When my time comes and that shit a con, no I'm ready. Always said what I ain't for, bitch, I hold it steady. I feel for anybody trying to step in the way of this. I handle shit by any means, you know that's just the way. So. Das waren die Tests für heute. Ich weiß nicht, ob ihr es eben gerade verstanden habt, weil das Mikrofon ja doch relativ weit weg stand, aber insgesamt war der Thomas, ich natürlich auch, sehr zufrieden. Sowohl mit den Sprüngen als auch mit den Krafttests am Isomet. Beuger Strecke habt ihr ja gerade gesehen. Im Video, einmal mit einer schnellen und einmal mit einer langsamen Geschwindigkeit. Und bei den Sprüngen war es insgesamt so, dass ich wieder mehr auf Beinbein stehe, beziehungsweise auf Beinbein abspringe, auch in der Einstreckung. Und bei den einbeinigen Sprüngen bin ich auch etwas weiter gesprungen, aber jetzt nicht unbedingt signifikant weiter gesprungen, aber es war trotzdem eine kleine Steigerung da im Gegensatz zum letzten Mal. Von daher unterm Strich waren die Tests sehr gut. Und da sieht man mal zum letzten Test, wie ich mich da gesteigert habe. Und jetzt haben wir gleich den nächsten ausgemacht. In 5 Wochen ist er dann. Und ja, bis dahin gebe ich natürlich wieder Vollgas im Training. Und ich freue mich da wieder richtig drauf, da wieder zu schauen, wie ich mich da verbessert habe. Aber jetzt heißt es erstmal ein bisschen runterfahren. Ein bisschen Pause. Und genau. Wenn euch dieses Video natürlich gefallen hat, dann drückt doch den Like-Button und kommentiert gerne das Video, mir hat es euch gefallen. Soll ich mehr von den Trainingsvlog machen, schreibt mir das wieder unten einfach mal rein. Und falls noch nicht getan, drückt doch den Abonnier-Button und die Glocke, dann seid immer up to date. Wisst ihr Bescheid, wenn ein neues Video hochgeladen wird. Also würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal. Ich gehe jetzt duschen und ein bisschen gemütlich mal Mittag essen. Und bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao.